Liebe Genossen, Comrades and Tovarich, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal von Astral Silver. Und es ist schön, dass ihr heute mit dabei seid zu dieser Folge. Das ist die Nummer 22 schon, wer hätte das gedacht, ne? Und in der heutigen Folge, da geht es nicht um die kleine Insel, die wir jetzt hier sehen. Die will ich euch nur zeigen, Genossen, weil hier ein ganz tolles neues Rathaus drauf Platz gefunden hat, ne? Also hier in Kolditz, da gab es ein paar Umbauarbeiten. Das will ich euch gerne vorab zeigen. Aber die eigentliche Mission heute, Genossen, das ist das Starten unserer Stahlindustrie drüben in Eisenhüttenstadt. Und da freue ich mich richtig drauf. Stellt euch das mal vor, wenn es uns gelingt, heute den ersten Stahl hier selber zu erzeugen. Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, Genossen, ich stelle schon mal die Uhr hier, damit die Zeit nicht ganz in Vergessenheit gerät. Dann bleibt dabei, denn nach dieser kleinen Pause geht es auch schon los. Bam, 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 bam. Ja, hallo ihr Lieben und willkommen. Also, ich sagte, es gab hier neues Rathaus, ne? Und hier seht ihr es, Genossen. Jetzt wird es auch langsam hell, was ganz praktisch ist. Denn, der eine oder andere mag es vielleicht erkennen. Es ist ein bisschen angelehnt, meiner Meinung nach, an das Haus aus Zurück in die Zukunft, Genossen. Wenn ihr den Film kennt, ne, mit 88 Meilen die Stunde, da kommt das Gebäude, glaube ich, auch schon mal drin vor. Ich hatte auch mit dem Modder mal kurz geschrieben, aber er meinte da ja auf unseren Gravel Roads hier, die, wie heißt das, die Kiespisten, kein Fahrzeug, die 144 km/h sind das umgerechnet, glaube ich, ungefähr erreichen kann. Da kann das natürlich nicht damit zu tun haben, Genossen, ne? Also richtig schön ist halt ein Buchhaltungsgebäude und ermöglicht einen besseren Überblick über die Statistiken, wenn man denn genug Arbeitnehmer da hat. Und das ist hier nicht der Fall, Genossen, ne? Nicht genug Buchhalter und Offiziere. Naja, das mag auch ein bisschen an der absonderlichen Lage dort liegen. Und ich habe jetzt auch nicht auf eine Arbeiterversorgung da großartig Wert gelegt, Genossen, ne? Ist mehr ein dekoratives Gebäude hier in Kolditz und ich finde aber, das sieht richtig gut aus. Ja, wie überhaupt der Hafen eigentlich ganz, ganz nice geworden ist, Genossen, ne? Hier ist jetzt der Pendelverkehr eingerichtet, rüber zur Marx-Hütte wollte ich gerade sagen, nein, ist der Marx-Schacht, ne? Aber ihr seht ja, hier so ein paar Arbeiter verirren sich dann doch auf die Fähre. Und das ist das Raketta-Boot, ne? Genau, das sind die Raketta. Die haben wir ja mittlerweile auch selbst gebaut, Genossen, ne? Hier in unserem, in unserer Werft drüben. Wollen wir mal schauen, ob schon wieder eins fertig ist. Wir mal gucken hier, was hier los ist. Ah ne, hier bauen sie jetzt wieder neue Hopperboote, also neue, Schüttguttransportschiffe, ne? Ja, und die Arbeitsliste, ja, Hoppership. Wir brauchen derweil auch keine weiteren Raketta-Boote, Genossen. Das ist jetzt nicht wichtig. Die Hopper sind besser. Die können wir gebrauchen, Genossen, wenn wir die Stahlproduktion starten. Ja, genau, die Veränderung wollte ich euch zeigen, hier in Kolditz. Ja, die Insel, ne? Der Leuchtturm ist jetzt umgezogen, der stand ja vorher hier. Aber ich dachte, der gehört eigentlich hierhin an diese exponierte Stelle. Und sonst ist die Insel noch nicht ganz fertig. Hier ist noch ein bisschen Platz, ne? Da muss ich mal schauen, ob da ein kleiner Strand hinkommt oder mal sehen. Da habe ich mir jetzt auch noch nicht wirklich Gedanken drum gemacht. Und wo zuvor der Leuchtturm stand, da ist jetzt eine der schönsten Stellen eigentlich. Ja, das ist mein Haus, Genossen, hier in Kolditz. Denke ich, hier lässt Astral Silber sich nieder. Das gefällt mir, Genossen. Wir haben hier ein bisschen Holz, einen schönen Orangenbaum, einen kleinen Garten. Ja, das ist ein Idyll. Also wirklich, da geht mir das Herz auf. Gerade auch mit den Bäumen hier drum zu. Ne? Das ist so wie so kleine abgeschottete Insel. Ihr seht es hier. Das sind so Art Mangrovenbäume. Die wachsen sogar im Wasser. Ja. Genau, also hier wohnt Astral Silver, jetzt wissen wir das auch. Und die Burg habe ich versucht ein bisschen zu reparieren, Genossen. Das war noch eine Neuigkeit hier, denn hier waren ja alle diese Türme ersetzt worden
durch dieses Gebäude hier. Ja, und das habe ich jetzt nochmal stehen lassen. Sonst wieder ein paar Türme ausgetauscht. Ja. Ja, weitere Veränderungen hier in Kolditz sind mir jetzt eigentlich nicht. Nee, wüsste ich jetzt nicht, Genossen. Aber ja, sieht gut aus, ne? Sieht nice aus. Schön, schön. Gut, wir gehen rüber nach. Da sind wir auch schon. Da sind wir, liebe Genossen. So. Ja, was bauen wir hier Schönes? Hier haben wir einen Zirkus errichtet, den Chisinau Staatszirkus. Und das ist auch ein richtig cooles Gebäude. Ja, schaut euch das mal an hier. Das sieht doch nice aus, ne? Hier mit dem, der Harlekin ohne Kopf. Richtig abgefahren, Genossen. Also, das ist richtig cool. Ja, die, das verlinke ich euch auch gerne in der Videobeschreibung, ne? Das auch hier von den Texturen her, ne? Die verschiedenen Steinsorten. Ja, das sieht richtig gut aus, Genossen. Leider komme ich nicht so. Kann man hier. Ah ja, so. Ne? Jetzt sieht man, hier oben sind hellere Steine verbaut worden in dieser Betonhalterungskonstruktion. Ja. Also das gefällt mir richtig gut, das Gebäude. Und hier nicht gegenüber, aber hier wird noch eine Kathedrale im skandinavischen Stil errichtet, Genossen. Und das, naja, da bin ich mal gespannt, also ob das Ganze hier so wie geplant denn, ja, Gestalt annehmen kann. Was ihr hier seht, ist keine Eishalle oder so, nein, vielmehr ist das eine Markthalle. Da gibt es allerdings auch nur Essen und Fleisch zu kaufen, Genossen, ne? Also keine Kleidung, kein nichts anderes. Nur Essen und Fleisch und davon aber reichlich, das seht ihr ja. Also 22 Tonnen Ladevolumen oder Lagervolumen, das ist schon, ja, das ist anständig, ne? Ja, überhaupt die Nahrungsmittelerzeugung, genau. Oh je, was ist hier denn wieder los? Oh je. Ja, das ist ja hier der Superstau überhaupt. Na. Oh Mann, Mann, Mann. Löst der sich von selber auf, Genossen? Löst der sich von selber auf? Nee, ne? Da steht. Ja, da stehen halt unsere ganzen Fleisch-LKWs und alle stehen hier im Stau, Genossen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, ist auch die. Die Versorgung hier, dieser Kaufhalle, das läuft halt auch mit über diesen Zuweg. Und obwohl das hier eine zweispurige Straße sein soll, habe ich das vielleicht vergessen einzustellen hier auf dem kleinen Schnippel. Fahren Sie nicht daran vorbei. Ah, vielleicht habe ich es nicht gesagt gehabt. Und das ist der Grund. Weil meine Idee war, dass die LKWs und die Zulieferer denn hier auf der linken Seite fahren und die Busse hier rechts warten. Ne? Ah, jetzt würde ich gerne mal sehen, ob dieser Plan hier in Erfüllung geht so ein bisschen. Na, jetzt stehen sie natürlich alle fest hier. Ja, diese Bushaltestation, Genossen, das ist so. Ah, das ist wirklich undankbar. Jetzt kommen sie von der Seite auch noch rein und hier kannst keine. Nee, das Stück ist zu kurz, um eine Einbahnstraße daraus zu machen. Ja, gut, jetzt stauen sie sich wenigstens hier in zwei Reihen. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Aber es reicht immer noch nicht aus, dass hier alles frei wird, ne? Nee. Ja, Genossen, hier muss einfach die Anzahl der Busse muss reduziert werden. Aber radikal. Die ganzen Baustellenbusse, das sind die roten hier. Ne? Die Icarus 55 Lux. Das sind alles Busse von den Baubüros. Ja, die müssen hier abgezogen werden. Das geht nicht. Nee. Das geht nicht, Genossen. Nur wo kann ich die füllen lassen? Hier sind ja noch keine Arbeiter da, ne? Würden hier schon welche hinkommen, Genossen? Das können wir mal gucken. Wenn dem nämlich so ist, dann könnten wir den Verkehr der Baubüros hier vielleicht schon über diese neue Bushaltestelle laufen lassen. Ja. Ja, Genossen, hier sammeln sich ja jetzt auch schon wieder die Arbeiter. Okay. Ja, Genossen, dann werden wir hier mal eine Veränderung vornehmen, würde ich vorschlagen. Wir fahren mal eben nach Neuwaloka. Schnappen uns die Baubüros, die Busse haben. Das sind ja nicht so viele hier. Konsto Straßen. Kipper hat keine. Nee, Kipper hat keine. Kipper kann wieder zu Gebäude. Ja. Mixer auch nicht.
Das war sowieso nicht. Kipper auch nicht. Ist er hier universal noch? Nee, das Straßen 2. Okay. Ja, dann können wir erstmal für die hier schon mal sagen, holt euch eure Arbeitskräfte jetzt hier am an der Bushaltestelle beim Zirkus ab. Ah, das mache ich mal schnell genossen hier, sonst geht er das Gerät nur wieder in Vergessenheit und das Chaos ist ja jetzt auch schon perfekt da quasi. So, also hier haben wir es gesagt, Genossen. Das heißt, die Bushaltestelle, Konstruktionsbüro kann zu. Bei ihm, hier sagen wir es jetzt auch. Und selbst wenn da nicht so viele Arbeiter sind, das mit diesem Chaos da, das geht schon mal gar nicht. Weil das bedeutet auch, dass keine Versorgung mehr stattfindet. Ja, und hier auch die Arbeiter, holst du hier ab. Haben wir das jetzt? Ja, ne? Okay. So, hat das jetzt schon Auswirkungen hier? Nein, noch nicht, ne? Ah, von beiden Seiten kommen sie angefahren. Von beiden Seiten. Hm. Ich warte eigentlich darauf, dass... Oh, hier. Da kommen schon die ersten Genossen. Da kommen die ersten. Ja. Okay. Das heißt, hier müsste es weniger werden. Langsam. Langsam, langsam. Ganz frech drängelt er sich von der Seite hier rein. Ja. Hier staut sich auch alles. Die ganze Schauerburg ist zugestaut, Genossen. Das hier ist der neuralgische Punkt. Diese Kreuzung hier. Ja. Na gut, das ist auch eine Fünferkreuzung. Da ist ganz schön was los. Aber, ja. Aber wir hoffen, dass das reicht. Jetzt fahren ja auch... Eigentlich sollten keine neuen... Konstruktionsbüro-Busse mehr hinzukommen. Die noch den Fahrplan haben, hier anzuhalten. Okay. Dass die das jetzt nicht ändern, ist klar. Aber hier in der Schlange sollten jetzt keine neuen mehr auftauchen. Ja? Außer die standen jetzt schon wirklich vorher im Stau, bevor die Änderung erfolgte. Okay. Naja, hier hinten hat sich der Stau ein bisschen aufgelöst. Also ein bisschen nachgelassen hat's. Und ja, Genossen, jetzt ist auch wieder hier... Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Noch nicht gut, weil hier die ganzen Kühllaster sich stauen. Ja. Ja gut, die fahren natürlich auch hier links und drängen sich hier vorne dann rein, ne? Blockieren dadurch hier die ganze Spur. Ja. Das ist für ihn wahrscheinlich aber auch keine zweispurige Durchfahrt hier, ne? Nee. Oder, Genossen? Nee, das ist einspurig für ihn hier. Das ist quasi das Nadelöhr hier. The Bottleneck. Ja, habt ihr gesehen? Der G5, der fährt hier auch auf der rechten Seite durch. Und der Fleischlaster auch? Genau. Hm. Das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Ist ja cool, wenn die hier auf der linken Spur einfach durchfahren würden. Aber jetzt haben wir den Stau so ein bisschen abgespult. Ja... Gut, dann können wir das Augenmerk mal hier wieder wegnehmen und hoffen, dass das hier nicht zu größeren Problemen führt. Ja. Naja, gut, Genossen, anlässlich genau dieser Problematiken hier an unsere Bushaltestellen, da hatte ich nämlich auch den Bau einer weiteren Bushaltestelle angeregt und der ist auch schon erfolgt. Der hat nämlich hier stattgefunden. Ihr seht es, Genossen. Hier war zuvor ein Parkplatz, der wurde abgerissen. Und da dachte ich nämlich, ja, hier kommen ja doch noch Konstruktionsbüro-Busse. Wo kommt er denn her hier? Aus Kolditz. Okay, Kolditz. Ja, dann müssen wir Kolditz natürlich auch noch sagen. Kolditz, hol hier keine Arbeiter mehr ab. Genossen, Kolditz konntest du Straßen. Können Kolditz sich nicht aus Kolditz bedienen eigentlich? Doch, ne? Ich meine, so viel haben die ja jetzt auch nicht mehr zu tun hier. Obwohl die natürlich auch über die Brücke fahren, die Kolditzer, ne? Die helfen ja drüben auch mit. Na, ist wieder eine Zwickmühle hier. Hm, aber hier sind auch nur 6 Arbeiter. Wie sieht's hier hinten aus bei der zweiten Bushaltestelle? Ja, da sind es 9, Genossen. Das ist jetzt auch nicht so viel.
Können wir hier... Nee, können wir nicht, Genossen. Das ist zu wenig, um die Konstruktionsbüros davon zu unterhalten. Dann schnappen wir uns die beiden mal und weisen als Quelle hier die neu errichtete Bushaltestelle zu. Da ist er, Genossen. Ja. Also, und dann sagen wir hier, zack, die Arbeiter. Und das ist dein Quellgebäude jetzt. Und das gleiche machen wir hier auch bei Konstrustraßen. Die Arbeiter holst du dir ab sofort hier ab. Okay, das haben wir verändert. Ja, dann können wir hoffen, Genossen, dass das die Situation ein bisschen entspannt. Ihr habt gesehen, die ersten Busse kommen hier auch schon angefahren. Ja. Das war meine Idee nämlich hier, um den Zopf mal ein bisschen fluffiger zu machen. Und ja, gut. Gut sieht das immer noch nicht aus. Gut kann das auch nie werden, weil hier die Durchfahrt ja, wie gesagt, nur einspurig ist, ne? Aber es ist auf jeden Fall sehr viel besser als zuvor. Und das ist, mehr, als ich jetzt in der kurzen Zeit erwartet hätte. Also gehen wir wieder zurück auf normale Geschwindigkeit. Und die baulichen Veränderungen hier halten sich, die sind eigentlich nicht vorhanden, Genossen. Also hier habe ich, ich überlege gerade, ob hier irgendwas groß noch verändert worden ist. Außer natürlich, dass die Binnenschifffahrt jetzt hier funktioniert, ne? Mit den Botengenossen. Wir können ja mal schnell rüberfahren. Kommen wir jumpen mal entspannungsfahrtmäßig. Ich liebe ja Fährenfahren, ne? Muss ich ja sagen. Das ist ja richtig nice. Und stell dir vor, fährst morgens mit der Fähre zur Arbeit in den Kohleschacht. Da fährst du doch beinahe schon gerne zur Arbeit. Und auch wenn du weißt, dass du den Rest des Tages hier unter Tage dann zubringen wirst. Ja, und jetzt sieht auch die Burg wieder schön aus, Genossen. Das freut mich auch. Ja? Beinahe schon ein bisschen zu crisp hier alles. Bisschen zu sauber in unserer Sozialistischen Republik. Außerdem, schaut euch das an, Genossen. Hier sind Algen an der Spundwand und Rost hat sich hier schon breit gemacht. Ne? Liebevoll, wirklich. Richtig gut, Genossen. Da ist das Fass, wo der Treibstoff für unser Boot drin ist. Ja. Nice, nice, nice. So kommen wir hier quasi in den Hafen gefahren und sehen durch diese Brücke hindurch eine weitere Brücke. Ja. Und der Leuchtturm auch wunderschön. Gerade nachts, wenn es dunkel ist, ist klar, ne? Dann leuchtet der sehr schön. Ne? Komm, Genossen. Wollen wir noch nochmal rüberfahren hier? Ja? Ja, das qualmt auch so schön hier, ne? Herrlich, herrlich, Genossen. Was da so qualmt, das ist natürlich unser Heizkraftwerk. Denn lohnt sich schon das Heizen? Ja, Mitte September, wir sind jetzt 14, 15 Grad. Da sind wir 10 Grad unter dem, was unsere Bevölkerung hier als optimale Temperatur empfindet. Und dann können wir hier aussteigen. Ihr habt gesehen, die Fahrt ist auch recht kurz. Ne? Das ist auch gut. Würde ich auch gern mal noch intensiver einsetzen. Die Fähre als Transportmittel hier für Arbeiter. Genau. Genossen, die Veränderungen hier in Strausberg sind, wie gesagt, überschaubar. Und was hatte ich hier noch? Wollte ich hier nicht noch was ausprobieren, Genossen? Ah ja, das müssen wir im Winter machen. Da wollte ich nämlich schauen, ob... schaut mal, Genossen, hier. Ich rufe mal die Temperatur auf, weil hier bei diesem Array, diesem Verteiler, hier haben wir jetzt 68,7, 68,9, 69. Ihr seht, die Temperatur steigt an, weil, warum? Weiß ich auch nicht, Genossen. Weil, nur ein Arbeiter hier ist. Weil überhaupt mal einer zur Arbeit gekommen ist. Ja, jetzt wieder niemand da. Ah, okay. Okay, 70. Steigt natürlich weiterhin an, weil dieses Array ja auch hier von diesem Heizkraftwerk hier noch mitversorgt wird, wo auch einer da ist. Ja, Genossen, also die Arbeiterversorgung, das ist hier allerdings noch verbesserungsfähig, ne? Da sind wir doch alle der Meinung. Ja. Ja, ja. Also hier muss noch was passieren. Das gefällt mir so nicht. Und was ist das hier eigentlich?
Ach so, das war diese Tankstelle hier zum Durchfahren, genau. Ja, Genossen, hatte ich die hier überhaupt an die Versorgung mit angeschlossen? Nein, hatte ich nicht. Aber Local Food, ja. Wofür hatte ich die gebaut? Ich weiß es nicht mehr, Genossen. Ich glaube, ich wollte das Mod nur ausprobieren. Aber da die Stromversorgung hat, brauchen wir die ja nur mit ans Verteilnetz hier für Treibstoff hängen. Und dann nehmen wir uns hier das Distro Office für die Gabelstapler und sagen, versorg mal hier die kleine Tankstelle mit. Vielleicht ist die für den Winterdienst, Genossen. Das könnte natürlich sinnvoll sein. Ne? Von daher, irgendwas werde ich mir dabei gedacht haben. Und und dann hängen wir die hier mal mit dran. Ja, ihr seht es, sie hängt mit dran. Ja, sehr gut. Ja. Nice, nice. Dann können wir das hier wieder wegklappen. Ne? Ja. Gut, die Temperaturen sind jetzt noch akzeptabel. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Hier geht der Straßenbau voran. Und hier wird ein Parkplatz gebaut. Die Kathedrale hatten wir uns schon angeguckt. Und der Wohnungsbau geht auch voran, Genossen. Ne? Hier werden auch noch zwei Blocks errichtet, genau. Und ihr seht es, die ersten Arbeiterbaracken hier sind auch fertig. Sind auch schon die ersten Leute eingezogen. Fantastisch, Genossen. Denn hier, schaut es euch an, unsere Bevölkerung wächst und wächst und wächst. Also ich komme nicht hinterher mit dem Wohnungsbau. Das ist mittlerweile eine große Herausforderung, ja. Anscheinend sind die zu zufrieden, Genossen. Ja, da müsste man ein bisschen gegenwirken vielleicht. Denn die vermehren sich ja hier wie, ja, wie unsere Genossen das halt machen, ne? Auf jeden Fall sehr zahlreich. Das kann man ja festhalten. Also der Zopf läuft, ist freigespült. Nice, das ist gut zu sehen. Und ihr seht hier, hier ist auch reger Busverkehr. Und hier bei der anderen Station auch. Seht ihr hier, da fahren sie gerade alle weg. Ne? Ja, also es macht doch wesentlich mehr Sinn, mehr Busstationen zu bauen. Denn da haben wir wieder was gelernt, Genossen. Aber jetzt, wie ich euch auch in der letzten Episode versprochen hatte, da sagte ich, ja, und hier machen wir dann weiter mit dem Kohlekraftwerk. Fliegen wir rüber hier nach Eisenhüttenstadt, sind auch schon da. Hier schauen wir uns nochmal den Hafen an, weil vielleicht hat ja auch jemand die letzte Episode nicht gesehen und möchte wissen, worum es geht. Von daher zeige ich das nochmal ganz kurz. Denn hier seht ihr, dass ja, Kohle- und Kiesfrachter auf Rede liegen, am Hafen festgemacht haben. Und hier haben wir Lager für Kohle, hier haben wir Lager für Kies. Hier ist die Betonproduktion, hier wird Asphalt gekocht sozusagen. Und was hier so fröhlich vor sich herqualmt, Genossen, das ist ein kleines Heizkraftwerk. Und da musste ich im letzten Winter allerdings einschreiten, denn das zuvor an dieser Stelle platzierte Heizkraftwerk, das war ja so ein ganz, ganz kleines, das rottigste Heizkraftwerk der Welt quasi, das hat nicht ausgereicht, um das Betonwerk hier vernünftig mehr zu versorgen. Weil halt auch hier das Planetarium sich halt zur Energie gezogen hat und ich meine sogar, dass es hier rüber ging noch mit, ne? Aber ja, hier gehen wir gleich nochmal drauf ein, denn hier ist eine Menge passiert. Ihr seht es schon, ne? Hier noch kurz zu Ende erklärt, angeliefert werden hier die Ziegel aus Valoka und natürlich die Platten aus Valoka. Die kann man sich hier an der Straßenladestation abholen und ja, hier haben wir das Asphaltwerk, ne, die Asphaltproduktion. Und hier ist nochmal eine LKW-Ausgabestelle für Kies, Genossen. Das ist die Lage hier im Hafen von Eisenhüttenstadt. Und ja, versorgt mit Kohle wird das, wie gesagt, hier auch per Binnenschiff alles. Ne? Ja. Das Gebäude, was wir hier sehen, Genossen, das Planetarium. Da dachte ich auch mal, das musst du nochmal vernünftig zeigen, denn ich hatte es, glaube ich, noch nicht gezeigt, Genossen. Ne? Das ist wirklich ein sehr schönes Gebäude, schaut euch das an. Auch hier mit der Außendekoration, hier den Postern dabei. Ja. Texturen sind auch richtig gut, also meiner Meinung nach ist das eines der schönsten Gebäude, gerade nachts. Ja? Müssten wir eigentlich uns mal des Nächtens anschauen hier. Und mein Lieblingsposter ist natürlich hier als Astralsilber dieses hier von, wer ist der? Juri Gagarin? Ja? Denke ich, ist das, ja. Und
Also es fällt alles so in die Zeit der ersten Weltraumflüge und ja, kündet von der Überlegenheit der Sozialismus hier, Genossen. Das ist herrlich, oder? Auch die Treppe hier mit den, die gefließte Treppe, das sind alles so kleine Fliesen. Ja. Auch nice, ne? Auch richtig gut. Da muss man nochmal drauf kommen. Ja, Genossen, es wird dunkel. Das passt uns ganz gut in den Kram hier, denn ich wollte euch das Planetarium ja im Dunkeln zeigen. Ja, schaut euch das an. Hier der funkelnde Sternenhimmel des Gebäudes, ne? Ja, nice. Ist auch sehr beliebt bei der Bevölkerung. Also ist immer gut besucht und ja, da ist immer was los, Genossen. Das ist das Planetarium. Verlinkung findet ihr im Videobeschreibungstext. Unten bei den in dieser Folge verwendeten Mods. Ne? Genau. Ja, was gibt's sonst Neues hier jetzt? In der Dunkelheit sozusagen. Genossen. Die Bauarbeiten sind richtig gut vorangegangen. Wir haben inzwischen aus eigenen Mitteln und eigenen Kräften hier eine Universität errichtet, eine technische Universität. Da ist auch schon die erste Forschung gelaufen, die ist schon fertig. Da können wir schon wieder was Neues erforschen hier. Ja, dann machen wir das doch, ne? Genau, Studenten. Das heißt, ein bisschen weniger am Forschen und ein bisschen mehr hier die Studenten unterrichten, ne? Da haben wir langfristig mehr von, Genossen, denn die Schaltkreise, die, ja, wo brauchen wir die? Bei den elektronischen Komponenten wahrscheinlich erst. Ja, und das ist noch Zukunftsmusik, ne? Die brauchen wir jetzt noch nicht, Genossen. Was habe ich hier aufgebaut als Nahverkehrsverbindung, fragt ihr euch, ne? Was leuchtet hier so schön vor sich hin, Astral? Was hast du hier denn gebaut? Ja, was ich hier gebaut habe, sind eigentlich zwei Trolleybusstationen, die ja quasi so in so einer Sackgasse verschwinden. Das heißt, dieser ganze Bereich hier, der ist ja sinnvoll für andere Fahrzeuge nicht befahrbar. Außer natürlich für den Winterdienst hier. Ne? Genau, deswegen hängen die hier auch mit drin. Ansonsten ist für normale Fahrzeuge hier Schluss. Ne? Das ist denn nur für Trolleybusse hier. Und das soll eigentlich verhindern, dass hier irgendwelche Staus entstehen oder was auch immer. Und im Hinblick auf die spätere ja, Kapazitätsausbreitung oder wie auch immer, die Nutzung, da haben wir gleich zwei von den Stationen dahin gesetzt, Genossen. Ja, die beiden, wenn wir schon hier sind bei der Trolleybuslinie, ja, dann gehen wir die mal durch, weil die läuft denn hier lang. Ja, ihr seht es hier. Hier läuft sie lang. Hier. Und endet dann hier, Genossen. Pabam, da. Hier versorgt sie halb sowohl das Kohlekraftwerk als auch halb hier das Heizkraftwerk mit. Ne? Und ihr seht es, da wird ordentlich was durchgeheizt hier. Verbrauch bei Markt, ist das 8,4 Tonnen oder sind das 84 Tonnen? Weil, sehe ich auch nicht, Genossen. Ja. Aber gut, hier haben wir natürlich wieder die doppelte Versorgung mit Arbeitskräften aus Sicherheitsgründen. Denn das ist ganz wichtig zu beachten, denn sonst hatte ich ja in der letzten Folge schon geschildert, diese Zwickmühle, wenn die Energieversorgung zusammenbricht und gleichzeitig die Arbeiterversorgung des Kohlekraftwerkes davon abhängt, dann ist das keine gute Situation, Genossen. Ne? Von daher, das läuft allerdings hier recht zuverlässig, das ist sehr angenehm. Und der zweite Abzweig der Trolleybuslinie, die können halt hier auch weiterfahren. Hier lang, um dann hier rauszukommen. Und diese Station hier versorgt dann die Fabrik für die mechanischen Komponenten, als auch hier das Stahlwerk mit Arbeitern, Genossen. Ob das jetzt ausreicht, das ist wiederum eine ganz andere Frage. Aber auf jeden Fall ist das die Intention hier, ne? Genau, das ist unsere Trolleybuslinie, Genossen. Die Versorgung mit Energie, die findet hier vorne statt. Wo hatte ich das mit eingebaut eigentlich? Hier. Da ist das Segment. Genau, da fährt auch eigentlich sonst niemand durch. Hier von den Trolleybussen jedenfalls nicht. Weil es danach auch einfach nicht mehr weitergeht. Ne? Genau. Ja, so soll diese Ecke hier mit Arbeitern versorgt werden. Und bei unseren Eisenverarbeitungsanlagen, da haben wir einfach eine zentrale Busstation, Genossen. Das ist ganz klassisch. Da ist auch nichts mit Trolley. Das ist ganz herkömmlich, ne? Ja,
und die Arbeiterversorgung genossen für die Eisenmine. Da seht ihr schon, da haben wir ein bisschen experimentiert hier. Und eine Seilbahn errichtet, Genossen. Ist das nicht schön, oder? Sind die mittlerweile alle fertig hier? Die haben wir nämlich bauen, also von Hand hier gebaut. Selbst errichtet sozusagen. Ja, es sieht aus, als ob die Linie fertig ist, Genossen, ne? Naja, schau mal, dann können wir doch hier mal sagen, 6 Arbeiter warten hier schon. Dass wir hier direkt sagen, ja, wir kaufen einfach von den Kabinen, wie viele können auf die Linie? 62. Dann kaufen wir die Hälfte davon, 31, Genossen. 31, noch ein, so. Dann haben wir jetzt die Hälfte, okay. Und dann müssen wir noch sagen, Linie starten, ne? Ja, Linie starten, okay. Ja, genau so, nice, nice, nice. Lass uns doch dann mal mitfahren hier, das finde ich schon mal spannend. Also, ja, guck mal hier. Aus der Perspektive habe ich das ja auch noch nie gesehen. Nice. Also, wollen wir fahren hier? Ja, ne? Lassen wir mal laufen, Genossen. Das wäre also dein neuer Arbeitsweg, wenn du denn bei in der Eisenhüttenstädter Eisenzeche arbeitest, Genossen. Ja? Das wäre ein Auf und Ab hier am frühen Morgen. Auf jeden Fall was zum Wachwerden. Und da würde ich mich auch für einsetzen, dass hier Kabinen mit Glasboden verbaut werden. Ja, nice, oder? Ja, Genossen, ob das ausreicht für die Arbeiterversorgung da oben? Ich meine, dass die Mine auch wieder 220, ne? Ja, 200 um den Dreh Leute zieht. Und auf jeden Fall für den Anfang, dass wir ein paar Leute da hochbringen, dass ein bisschen Eisenerz gefördert wird, denn bislang haben wir überhaupt keine Eisenerz. Und das ist immer noch besser als nichts. Auch wenn mir ehrlich gesagt hier die Höhenunterschiede in den Linien hier, ne, also zwischen den einzelnen Pfeilern hier, da geht's doch ganz schön auf und ab, Genossen. Also, da hätte ich mir gewünscht, dass man die ein bisschen straffer spannen würde. Das ist jetzt wieder hier rummäkeln auf hohem Niveau. Das mag schon sein. Aber ja. Naja. Ah ja, sieh an. Schau mal, hier sieht's besser aus, ne? Hier sieht's besser aus, Genossen. So sieht's in der Realität ja auch ungefähr aus. Ja. Nice, nice, nice. Wir können uns jetzt leider nicht umdrehen. Der Himmel sieht fantastisch aus, oder? Der Himmel sieht richtig gut aus. Und wenn das mein Arbeitsweg wäre, ja, dann bin ich natürlich ein zufriedener Proletarier, der da mit Freuden in die Grube einfährt. Ja, herrlich, Genossen. Schön. Dann lass mal aussteigen hier. Oder fahren wir noch zurück? Ah, habt ihr das gesehen, Genossen? Hier ist ja Hammer und Sichel vorne auf der Kabine mit drauf. Hier, schau an. Ja, nice, nice, nice. Ja gut, wir waren natürlich die erste Fahrt, ne? Wir waren die Ersten. Und ja, aus der Perspektive haben wir es ja auch noch nicht gesehen, Genossen, in die Richtung. Also fahren wir jetzt auch noch zurück hier. Ja. Und überlegen uns, wie wir die Versorgung hier mit Arbeitskräften in der Eisenverarbeitung anstarten, Genossen. Denn da hatte ich gesagt, kommen normale Busse hin. Ja, normale Busse. Ist nur die Frage, wo holt man die mit ab? Unten an der Bushaltestelle am alten Kohlekraftwerk, was da nicht mehr steht, wo es früher stand. Die erste Bushaltestelle. Na, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit dafür. Ja, das sieht auch gut aus, Genossen, hier. Ne? Die ganzen Anlagen hier. Ja, ja, ja. Ja, also unsere Republik entwickelt sich wirklich fantastisch. Ich glaube auch hin zu einem Wirtschaftsgiganten, Genossen. Und das unter völliger Beibehaltung der Deadman Challenge. Denn das macht schon Spaß, muss ich mal sagen. Was ich ein bisschen aufgeweicht habe, und da sage ich auch ganz offen, hier ist das alles selber bauen. Hier ist nicht alles selber gebaut, Genossen. Ja? Also da wurden auch viele Gebäude und viele Straßenabschnitte gekauft. Denn
das hätte sonst einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen. Und ja, dann ist es auch möglich, mal was auszuprobieren, ne? Einfach mal auszuprobieren, wieder abzureißen. Und wenn du es so einmal gebaut hast, dann willst du es ja auch nicht wieder abreißen. Und uns geht es ja auch darum, hier in dieser sich, ja, wie soll ich sagen, in dieser sich verändernden Testumgebung von der Testbranch, auf der wir hier unterwegs sind, ne? Uns geht es ja auch ein bisschen darum, hier die Tricks und Kniffe ein bisschen herauszufinden, wie man mit den sich ständig verändernden Regeln hier am besten umgehen kann, ne, Genossen. Und um das besser zu machen, da steigen wir hier besser mal aus, denn irgendwie ist, glaube ich, nur eine Fahrt. Ja, wir haben nur eine Fahrt bezahlt, Genossen. Einmal hin und zurück haben wir bezahlt. Mehr ist auch nicht drin. Dann können wir das hier wieder zumachen. Und ich sagte, dass wir die Arbeiterversorgung hier am alten Kohlekraftwerk, das wäre die Busstation. Ja, 26 Arbeiter. Okay, Genossen, lass uns das mal anwerfen. Das kann doch hier nicht so viel Aufwand sein. Wir gehen zum Depot hin. Kaufen, würde ich sagen, 2 Busse, oder? Müsste doch reichen. Lassen es 3 sein. 3 Busse holen wir uns, Genossen. 3 Icarus-Busse hier von den Super Icarus 256. Ja, genau. Okay, hier haben wir 3 Stück von. Das sind die mit den weichen Sitzen, Genossen, ne? Ja. Hier können wir die Farbe ändern, genau. Hätten wir mal vorher machen sollen, ne? Ja, das sieht ganz nice aus. Die 2 Farbenlackierung. Oben braun, unten weiß. Die nehmen wir hier auch. Ja, die sollen, ist ja eine Linie, die sollen schon gleich aussehen. Ja, der Autosave kam uns hier ein bisschen dazwischen, aber das stört ja nicht groß. So, dann haben wir die jetzt alle schön auf eine Farbe. Und die Linie bilde ich jetzt einfach hier durch Anklicken der Station und nicht über das Linientool, könnte man auch machen. Ist vielleicht auch die sauberere Methode, aber das dauert einfach länger jetzt, Genossen. Deswegen klicke ich jetzt einfach hier die Station an und das sind die beiden hier. So, und sag Start. Ja, ne? Genau. Okay, das klicken wir jetzt nicht weg, Genossen. Denn ihn können wir jetzt benutzen, um die Linie hier jetzt zu kopieren. Ich meine, ihr wisst das natürlich alles, aber kann ja auch sein, dass hier jemand dabei ist, für den das interessant ist. Deswegen sage ich das auch, Genossen. Ne? Vielleicht auch ein bisschen, damit ich weiß, was ich hier mache. Aber das will ich jetzt nicht so im Vordergrund stellen. Von daher, Genossen, jetzt haben wir hier 2 weitere Fahrzeuge. Sehr gut. Eins können wir schon starten davon. So. Und die sollten jetzt die Arbeiter hier in die Eisenverarbeitung schaffen. Also lassen wir es mal ein bisschen vorlaufen. Dann sehen wir, ob der Plan hier nämlich aufgeht. Er fährt auch los hier, ne? Seht ihr, hier hinten ist er jetzt. Das heißt, den dritten Bus können wir jetzt auch starten. Und dann haben die auch ein bisschen Abstand zueinander. Denn ist nervig, wenn die im Pult daherkommen. Ja. Ihr seht es hierbei, es klappt so wunderbar hier bei den Seilbahnen. Ne? Die haben so einen schönen Abstand zueinander. Aber bei den Bussen und auch bei den Trolleybussen, die kommen natürlich dann immer 3 hintereinander direkt. Das ist wie bei der 29er-Linie. Da kommen auch immer, wenn einer kommt, kommen gleich 3. Genau. Ah ja. Gut, Genossen. Arbeitskräfte haben wir zugeteilt. Ja, da kommen welche an hier, ne? Da kommen auch welche an, Genossen. Ihr seht es, die ersten sind schon da. Was habe ich hier gesehen? Temperaturen zu kalt? Temperature is too low? Was ist denn hier mit unserer Heizung, Genossen? Wieso wird die gerade erst wach? Müssen dazu Arbeiter im Gebäude sein, damit die Heizung warm wird? Ne, jetzt wird sie ja wieder weniger. Okay. Genossen, dann muss hier was mit unserer Heizungsversorgung nicht stimmen. Dann muss hier was... Ah ja. Ja, Genossen, und was? Hier stimmt etwas ganz gewaltig nämlich nicht. Schaut es euch an. Die Schwankungen waren jetzt aufgrund der Schwankungen der Außentemperatur nämlich. Hier ist der Wärmetauscher. Hier ist die Fernwärmeleitung. Und da ist ja auch Schluss, Genossen. Die muss ja hier noch angeschlossen werden. Ah, da war ich drüber hinweggekommen. Ihr seht es. Ja gut, dass wir da jetzt mal dran denken, oder? Dann müssen wir das jetzt mal machen, Genossen. Das heißt, wir packen uns diese hier schon vorbereitete Leitung. Und dann nehmen wir auch die
Big Vibe. Wir fahren hier rüber. Wenn wir hier durchkommen, durch das ganze Geraffel. Hier ist natürlich alles voll mit Stromleitung und Schnickschnack. Oh, ihr seht es hier. Man will hier auch nichts abreißen, weil muss ja alles wieder aufbauen. Aber hier haben wir halt nur zwei von den starken Mittelspannungsleitungen wieder aufzurichten. Die reißen wir jetzt ab, Genossen. Ja, das muss sein jetzt, ne? Damit man hier die Fernwärme durchbekommt. Das darf ich nur nicht vergessen halt. Und das ist ein beliebter Fehler. Und dann wunderst du dich auf einmal, warum die große Katastrophe da gekommen ist. So, jetzt fahren wir hier. Wo wollen wir lang damit? Genossen, sollten wir vorher mal planen, oder? Hier rüber, auf jeden Fall. Die Ecke hier, die... Ne, wir bleiben auf der Seite. Die Seite wird sowieso nicht weiter bebaut. Das heißt, wir ziehen uns hier am Straßendienst lang. Genau. Ja. Genau, das ist ja auch die kürzeste Option hier. Da müssten wir hier irgendwie hier durch, ne? Aha, kommen wir hier durch, Genossen. Das ist ja cool, ja, ne? Okay. Weil man kann halt nicht durch diese Straßenüberquerung, weil er das als Gebäude sieht. Also da kommst du nicht durch her. Wir könnten natürlich auch noch ein Stück entlang des Lagers laufen jetzt hier. Wollen wir das mal ausprobieren, Genossen? Was ist denn kürzer hier? Hier müssen wir hin. Hier. Ne? Also, ja, eigentlich wäre es kürzer, wenn wir hier noch ein Stück hier entlang liefen. Mal ausprobieren, ob das was wird, Genossen. Ah, ist natürlich auch die Frage. Wir müssen dann relativ scharf abbiegen, ne? Relativ scharf abbiegen, Genossen. Und das ist auch wieder sowas, was er ja gar nicht so mag. Außer wir lassen es hier geradeaus durchlaufen. Das wäre perfekt. Überschneidung mit fahrender Konstruktion. Ne? Das mag er nicht. Ah, ein Stückchen hier dann nebenher. Okay. Nee, da will er uns nicht durchlassen. Ah, Genossen, komm her. Nee, nicht durch die Ecke, da kommst du nicht durch, ne? Okay. Gut, also müssen wir wieder ein Stückchen abreißen. Wir gehen ein Stückchen zurück und versuchen hier unser Glück. Ja. Vielleicht noch ein Stückchen abreißen, Genossen. Ja, noch ein kleines Stückchen weg hier. So ein großes Stück jetzt auch nicht. Also hier nochmal das Spiel. Gut, gehen wir hier einen weiter vorne durch. Okay. Ja, so ungefähr. So gefällt mir beinahe schon. Ja. Okay. Ach, auf der Seite ist auch wieder Stromkabel. Ja, dann lass uns doch hier bleiben, Genossen. Dann bleiben wir auf der Seite, oder? Spricht da was gegen? Ja, das spricht dagegen, dass die Station natürlich hier auf der Seite ist. Also gehen wir doch hier rüber. Dann müssen wir uns da durchkämpfen, Genossen. Das ist logistische Herausforderung hier. Aber wir stellen uns der Herausforderung mit Freuden. Ja, nein, doch nicht. Naja, so ganz freudig auch nicht. Aber ach, wir sind schon zwei Tacken hoch gewesen. Okay. Naja, dann lassen wir so mal durchlaufen hier. Ist doch perfekt. Ist doch perfekt, Genossen, oder nicht? Ja. Also für On the Run hier sieht das gar nicht mal schlecht aus. Hier ist noch so eine kleine Ecke drin. Die können wir noch mit rausnehmen. Dafür reißen wir das hier nochmal ab. Und ziehen das kleine Stückchen hier nochmal nach. So. Ja. Hier war auch so eine kleine Ecke, ne? Obwohl, nö, das geht. Ja, das hier ist nicht schön, Genossen. Das ist nicht schön hier, die Krümmung. Aber jetzt hier bei der Gebäudeecke ist blöd, großartig hier rumzureißen. Naja, wir probieren trotzdem mal unser Glück. Ja, na gut. Ja, das sieht ein bisschen harmonischer aus als zuvor. Ja, Genossen, so würde ich das lassen. Und das kaufen wir jetzt auch. Hier gibt es kein Vertun. Hier warte ich jetzt nicht 3 Jahre lang, dass das fertig gebaut wird. Ja, das wird jetzt hier gekauft, Genossen. Wieso? Das mit dem Geld sieht aber auch nicht mehr gut aus hier. Ne? 17 Millionen nur noch? Das war doch mal mehr, Genossen. Das ist unser Ölexport. Ist damit
gibt es Probleme hier auf der Strecke. Ah, ja, Genossen, es gibt Probleme auf der Strecke. Okay. Ja, das erklärt natürlich, dass das Einkommen hier zusammenbricht. Also, was können wir machen? Er muss umdrehen hier. Er muss Richtung Frankfurt noch einmal fahren. Umdrehen. So. Wenn er durch die Weiche durch ist, dann sagen wir Adam, dass er wieder umdrehen soll und dann müsste das Problem hier gelöst sein. So, jetzt ist er hier durch. Das heißt, jetzt wieder umdrehen. Es kommt wohl alle Jubeljahre mal vor, dass die dann zusammen hier in diesem Segment stehen. Wie das passieren kann, weiß ich auch nicht, Genossen. Keine Ahnung. Er hat jetzt noch ein Fragezeichen. Ist natürlich Unsinn, weil er kann ja seine ganz normale Route fahren hier. Okay. Kommen wir beschleunigen mal, um zu sehen, ob das hier geklappt hat. Ja, Genossen, das erklärt den Zusammenbruch hier der Kassenlage. Wie sieht denn das hier aus? Export. Seit wann haben wir denn kein Öl exportiert? Dieses Jahr. Ja, genau. Dieses Jahr muss es zusammengebrochen sein. Hier sehen wir es, Genossen, genau. Januar, Februar, März. Das heißt seit April. Jetzt haben wir Oktober. Ja, Jesus Maria. Das ist natürlich... Das sind 6 Monate Exporterlöse, Genossen. Das sind mal eben 4 bis 5 Millionen Rubel. Mann. Na gut, also, das Problem haben wir Gott sei Dank erkannt und auch behoben. Sehr gut. Schnell zurück. Warte, ich schaue noch einmal, ob genug Essen da ist, Genossen. Wenn wir hier schon langsam in die Probleme reingeraten, dann sollen wir nicht noch verhungern. Seht ihr auch hier beim Essen, das lässt auch nach. Ne? Können wir hier noch mehr Personal reinhauen? Ja, ne? Die Brotfabrik kriegt mehr Personal. So, die gehen auf 40 Mann hoch, verdoppeln damit die Kapazität. Reicht das vom Korn her? Ja, dass die Pflanzenversorgung steht. Sehr gut. Obwohl der Bauernhof jetzt, Genossen, das ist ein anderes offenes Thema. Die brauchen mehr Felder. Durch die ganzen Umbaumaßnahmen hier in Kolditz sind die ganzen Felder hier ja weggefallen. Und ja, das hat sich natürlich hier in teures Bauland verwandelt, Genossen. Und da müssen wir Ersatzflächen für finden. Ne? Wir brauchen mehr Ackerfläche, Genossen. Ja, das ist eine laufende Herausforderung. Und das kann ja auch nicht zu weit weg sein. Es soll auch nicht zu kleinteilig sein. Das ist ja auch so ein Thema. Von daher ist natürlich die Frage, inwieweit hier unser Bauernhof Zukunft hat, Genossen. Ja? Es sei denn, dass man hier auf der Seite irgendwie was... Hier eine ganze Menge Felder hin und hier vielleicht noch ein Bauernhof. Der könnte ja denn die Felder hier auch noch mit versorgen. Ja. Na gut, Genossen, das hat jetzt aber keine Priorität. Wir haben das Ölexportproblem gelöst und wollen uns aber eigentlich darum kümmern, dass hier die Stahlproduktion an den Start gehen kann. Läuft jetzt hier das Eisen? Heizung haben sie auch, sehr gut. Fehlt Eisenerz. Ja, die Mine läuft aber doch ein bisschen, ne? Ja, so ganz bisschen. 7, 8 Leute. Ja gut, immerhin, Genossen, immerhin. Ihr seht es auch hier im Lager, hier kommt Eisenerz an und wir sagen auch mal nur das speichern, weil hier kann ja eigentlich nichts anderes reingeraten, aber trotzdem. So. Das ist halt hier das Erzhauptlager. Ja, und da kommen natürlich jetzt die Verarbeitungsanlagen locker hinterher, das wegzuarbeiten. Und hier kommt das Eisen hin, genau. Hier bitte nur Eisen speichern. Und das kriegt die Standardbezeichnung. VB Industrieversorgung. Ja. Okay. Eigentlich müsste jetzt das Stahlwerk das ganze Eisen aufsaugen, ne? Ja, das tut's auch, Genossen. Hier seht das, ne? Tonne für Tonne zieht sich das hier ran. Sehr gut. Das heißt, das Stahlwerk hat jetzt Elektrizität, wie wir hier sehen. Es hat Eisen und es hat Kohle. Dann fehlen nur noch die Arbeiter, um hier Stahl zu erzeugen. Das können wir aber ändern, weil wir hatten ja schon die Trolleybusverbindung uns angeschaut.
Und dann, ja, dann richten wir jetzt einfach eine neue Trolleybuslinie ein, Genossen. Vielleicht mit 3 Trolleybussen. Sollte ausreichen, oder? 3 Stück. Hier, wer ist von denen hier? Sio 681. Okay. Wie viele Trolleybusse fahren denn hier jetzt? 1, 2, 3. 3. Ja, seht ihr auch, die fahren ja auch wieder so relativ dicht hintereinander her, ne? Ah, da würde ich mir wünschen, wirklich, dass die das von selber ein bisschen spreaden. Da kann ja mal an der Station eine Minute länger warten, sozusagen. So, und jetzt müssen wir denen sagen, neue Route, Genossen, neue Route. Ihr sollt die Arbeiter abholen, und zwar hier, an unserer zentralen Arbeiterabholstation. Oder nehmen wir die andere dafür? Nee, das ist okay. Vom Durchsatz her hier ist das okay. Und dann bringen das Frachtgut, hätte ich beinahe gesagt, bringen die Arbeiter hierher. Genau, aussteigen, einsteigen, jawohl. Also starten. Und dann übertragen wir die Route jetzt hier gleich auf die anderen Fahrzeuge. Ja, jetzt sind wir vorbeigeflogen, Genossen. Hier sind wir doch, sehr gut. Also, hier kommt's hin, genau. Einen haben wir gestartet, ne? Einer ist unterwegs. Das heißt, dann starten wir den hier jetzt auch mal. Zack. Und wenn der erste hier jetzt rüberfährt, quasi nach zum Stahlwerk hin, dann starten wir auch den dritten, Genossen. In der Hoffnung, dass die halbwegs den Abstand halten. Und ja, was aber bei der ersten Straßenblockade, aus welchem nichtigen Grunde auch immer so, erst rüber jetzt, ne? Dann können wir den starten. Was dann aber auch direkt wieder hinfällig ist. Ja. Gut, Genossen, dann, ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Was ist hier noch passiert? Hier ist noch eine Feuerwehr in Bau, Genossen. Ja, das hier die ganze Ecke, quasi unsere ganze wertvolle Infrastruktur hier geschützt wird. Weil die nächste Feuerwehr ist ja hier vorne. Die ist ja hier, Genossen. Und schaut euch das Fahrzeugmaterial an. Ich hatte es ein bisschen aufgerüstet. Aber die haben 2 IFA G5, ne? Ne, das ist kein G5 hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist er hier, ne? Ein Ali 40? Oder wie heißt er? Keine Ahnung. Ja, wohl ein russisches Fahrzeug. Also auf jeden Fall sehr, sehr belastbar und sehr zuverlässig. Dann haben sie in Wartburg als Kommandantenfahrzeug. Und dann haben sie 3 W50 oder L60, wie es hier teilweise... LF16? Ach so, Löschfahrzeug 16? Okay. Ja, okay, W50, alles. Alles klar, Genossen. Ja, also die bräuchten viel zu lange. Stellt euch vor, hier beim Stahlwerk bricht ein Großfeuer aus. Das will man sich nicht vorstellen. Ich weiß, Genossen, ich will es mir auch nicht vorstellen. Aber nach der Katastrophe, die wir schon in Valoka erlebt hatten, ne, da ist für mich nichts mehr undenkbar hier. Ah, seht mal, hier kommen die Arbeiter. Ja, Leute, aber mechanische Komponenten braucht nicht so viele Leute hier. Da sagen wir mal ein Drittel. Drittel ist immer noch zu viel. Ein Fünftel, Genossen, ein Fünftel reicht. So. Okay. Und deren Endprodukt kommt ja hier rein. Das ist das Lager für die mechanischen Komponenten. Seht ihr auch. Und das füllt sich hier sehr gut, Genossen. Sehr, sehr gut. Das heißt eigentlich, dass ich jetzt schon, da wir haben ja schon ein paar Tonnen von dem Material hier liegen, ne? Bislang wurde das ja hier gelagert. Ja, hier kommen die mechanischen Komponenten und die, da kümmert sich Neu-Valoka Distro Komponenten drum. Okay, da muss ich Neu-Valoka Distro Komponenten sagen. Du holst die mechanischen Komponenten nicht mehr in Frankfurt. Ne? Nicht mehr in Frankfurt holen hier. Genau. Du holst die jetzt in Eisenhüttenstadt ab. Dass wir wenigstens erstmal die Eigenversorgung hier auf die eigenen Produkte umstellen, Genossen. Ah, genau. Karabadadag Warenhaus beladen. Jawohl, mechanische Komponenten. Ja. Okay, die wissen jetzt, wo sie die abholen sollen. Ne? Gut.
gut. Der, zwar hat das Warenhaus, ich weiß, hat nur eine Ladestation und vielleicht wäre es auch besser gewesen, hier eine Zuganbindung mit herzustellen, Genossen, ne? Wäre das besser gewesen langfristig, ja, ne? Wahrscheinlich schon. Ich meine, hier das technische Servicebüro, das könnte man zur Not platt machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Und dann könnte das Gleis theoretisch hier durchlaufen. Das kann man auch alles wieder aufbauen. Ja. Naja. Hier sind auch keine Fahrzeuge drin, ne? Nee. Ja, sollte ich mal welche kaufen, Herr Genossen. Wir holen hier von den allerbesten Material. Da holen wir 4 Stück. Und 4 W50, würde ich sagen. In Orange, genau. So. Sehr gut, Genossen. Dann können wir das hier zumachen. Und die Feuerwehr baut weiter. Ich überlege gerade, ist das alles so in Ordnung? Ja, ne? Wir haben die Komponenten umgeswitcht. Wo bekommt eigentlich Kolditz seine Komponenten her? Hier. Die müssten doch auch... warte mal, Genossen. Da muss ich mal nachgehen. Nicht, dass die das noch in Frankfurt holen. Das wollen wir ja nicht. Mechanische Komponenten. Neuwaloker Straßenladestation. Ah ja, Genossen. Die wollen jetzt natürlich... Aber das ist okay. Das lassen wir auf Neuwaloker Straßenladestation. Ja. Denn diese Straßenladestation ist ja an das Lager verbunden, was wir soeben mit unserer Produktion zusammengekoppelt haben. Von daher läuft das eigentlich dann, sollte das klappen, Genossen. Sollte das klappen. Ja, dieses Autosave, das nervt natürlich ein bisschen, Genossen. Das sollte ich mal ausschalten. Ne? Oder vielleicht nur noch alle 20 Minuten, irgendwie sowas, aber nicht alle 5 oder alle 10. Was haben wir denn jetzt hier? Keine Ahnung, Genossen. Ja, die Kohlefrachter laufen dann langsam leer eigentlich, ne? Ja. Ihr seht auch hier, unser Notstromaggregat läuft auch. Sehr gut. Ja, das ist wirklich das Gebäude, was das alles hier erst möglich gemacht hat, Genossen, ne? Nur dadurch, dass diese Tankstelle hier in Betrieb gehalten werden konnte, konnten die ganzen Baufahrzeuge ein- und ausfahren hier in das ganze Gebiet. Sonst wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Dies alles verdanken wir dem Notstromaggregat. Genossen, was ich euch noch zeigen möchte, ist die künstlerische Ausgestaltung eigentlich hier von Eisenhüttenstadt. Denn dem einen oder anderen mag es bereits ins Auge gefallen sein. Eisenhüttenstadt wird auch die Stadt der 1000 Mosaike genannt, jedenfalls ab jetzt. Und schade, dass es jetzt dunkel wird, dann gehen wir mal auf Pause, oder? Genossen, wollen wir auf Pause gehen, dann... können wir noch das letzte Tageslicht nutzen hier für die Mosaike. Schaut das euch an hier. Ne? Das ist auch das Rathaus hier. Also für das Statistikbüro sozusagen. Und was für schöne Malereien hier mit der Neutronenwissenschaftler mit dem Soldaten. Und was macht er hier? Er hat so einen blauen Kittel an. Er ist auch ein Wissenschaftler, oder? Ah, jetzt ist er gar nichts mehr. Ja, er hat die Chemie in den Händen, Genossen, ne? Das ist das Symbol für die Chemie. Okay, also der Soldat schützt natürlich, macht das alles erst möglich und die beiden halten die strahlende Zukunft in den Händen. Ja, wie Atlas, ne? So ein bisschen, der die Welt auf seinen Schultern stützt. So stützt sich die Zukunft des Sozialismus auf den Errungenschaften einer rational orientierten Wissenschaft, Genossen. Auch wenn hier teilweise in der Propaganda was anderes behauptet wird. Das gebe ich gerne zu, Genossen. Und auf der Seite, was haben wir hier? Ah, hier sind die Frauen, Genossen. Ja, das ist ja herrlich, oder? Da haben wir hier eine... Ja, stramme Waden hat sie aber, ne? So richtig... Babuschka-mäßig, ja, ja. Sie tanzt gerade, ne? Sieht so aus, als ob sie tanzt. Ah, ne, sie tanzt nicht. Sie hält die Hammer und Sichel da ein bisschen so. Naja. Sie präsentiert hier die leckeren Nahrungsmittel, denke ich. Da ist so eine Kanne dabei und Obst, ne? Und sie spielt ein Instrument hier. Ja, herrlich, Genossen. Also,
ich will jetzt hier auch nicht zu sehr abschweifen. Einige werden sagen, das tust du schon längst, Astral, das tust du schon längst. Es tut mir ja auch leid, aber ich bin wirklich fasziniert von den künstlerischen Leistungen hier auf den Gebäuden, Genossen. Schaut das euch an. Hier, der Frieden wird hier durch den Kommunismus versprochen der Welt oder ja, was hier versprochen wird, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sieht es kraftvoll aus. Und hier winkt Khrushchev ist das, ne? Lustig vom Gebäude runter. Ja. Ja, ne? Herrlich, Genossen. Wo haben wir noch Mosaike zu bieten? Ich sah sie hier an der Schule. Schaut euch das an. Ne? Sowas kennt man ja auch noch. Diese ja, leicht traurigen Mosaike. Ja, und wenn du die Straße hier lang fährst, ist ja auch wunderbar. Dann hast du hier die Schule mit den Mosaiken. Hier hast du die Malereien auf den, die Bilder auf den Gebäuden. Dann hast du hier das Rathaus. Ja, hier hast du das runde Theater. Ja, wo hatten wir noch Mosaike? Irgendwie war mir so, als ob ich noch irgendwo was übersehen hätte, Genossen. Ja, hier, Genossen. Das war das Gebäude mit noch weiteren Mosaiken. Das fungiert, also ist ein Postoffice, ein Postamt. Aber da ist im Spiel ja noch, sage ich mal vorsichtig, keine Postinfrastruktur gibt. Es ist unglaublich, Genossen, die Stunde ist schon vorbei, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also weil es im Spiel noch keine Postinfrastruktur gibt, da fungiert das hier als Kino. Ne? Und ihr seht es hier auch, Gebäude ohne Stromversorgung, das sehen wir astral. Ja, das ist natürlich gar nicht gut. Wieso haben die denn keinen Strom hier? Gerade bei der Post, Genossen, da müssen wir doch mal nachschauen. Wie sieht denn das hier aus? Gebäudes. Nicht die Leistung, die Voltversorgung. Es sind alle auf 0 Volt hier. Haben wir Probleme beim... Ach, Genossen, hatte ich nicht irgendwas abgerissen? Und nicht wieder aufgebaut? Kann das sein? Mir war doch so vorhin wieder, oder? Kann das sein, Genossen? Hatte ich hier irgendwas abgerissen? Nee, ne? Doch, hier hatte ich was abgerissen. Genau, Genossen. Diese beiden Kabel. Ja. Und die hatte ich vergessen, wieder aufzubauen. Ja, seht ihr mal, ne? Sowas ist herrlich. Passiert mir andauernd. Nimmst du dir noch vor? Ah, darfst du nicht vergessen. Ja, Astral. So, hier, da haben wir den wieder. Und tu da mal so. Okay. Jetzt sollte die Stromversorgung auch wieder passen dann, oder? Na, schauen wir mal. Ja, jetzt seht ihr hier so an die 230 überall. Sehr gut. Ah ja, Genossen, wenn man nicht alles im Auge behält, ne? Das ist wie vorhin mit dem Öl, mit dem Ölexport. Zack, verlierst du ein halbes Jahr Exporterlöse, ohne dass du es mitbekommst, sozusagen. Ja, Genossen, ich kann es gar nicht fassen. Also hatte ich wirklich eine Stunde eingestellt. Das ging ja so schnell vorbei, die Zeit. Wir sind ja noch gar nicht zur vertieften Betrachtung hier des Kohlekraftwerkes gekommen. Und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, denn ich wollte euch erzählen, dass dieses Kraftwerk, Genossen, dass das natürlich klar ein Modgebäude ist, dass es in allen Rahmenwerten oder Eckdaten, sagt man ja so, ne, ungefähr dem Vierfachen des normalen Kohlekraftwerkes entspricht. Also es ist nicht wirklich shitty, das Gebäude, denn es braucht viermal so viel Arbeiter, erzeugt viermal so viel Verschmutzung, verbraucht viermal so viel Kohle und so weiter. Ja, es hat halt nur 3 Kühltürme, okay. Und der Flächenverbrauch ist ein anderer, als ob wir jetzt 4 Kohlekraftwerke hätten. Aber sonst, ist das, gefällt mir das richtig gut, Genossen. Ne? Und wenn wir auch schon mal ein bisschen in Richtung Zukunft jetzt vorausschauen, ja, schauen wir mal über den Tellerrand hier Richtung Westen, Genossen. Ja, nicht weitergehen, da unten beginnt der Sperrbereich, genau. Dann sehen wir hier Hof und das wäre eine mögliche Exportstelle für Energie, als auch Cottbus. Da könnten wir auch noch eine Hochspannungsleitung hin errichten und auf diese Weise hier noch doppelt quasi Einkünfte erzielen durch Energieexporte, Genossen. Ne? Ja. Und wenn die Luft günstig steht, dann werden die Abgase da auch noch unsere Kohlenkraft
Kohlenkraftwerke, Abgase da auch noch rübergeblasen in den Westen, Genossen. Aber die Kapitalisten, die werden das wahrscheinlich mitmachen, denn die sagen sich, solange wir im eigenen Land keine Kohlekraftwerke haben, da interessiert uns das alles nicht. Ne? Genossen, wieso haben wir hier 0 Volt? Ach, okay, auf den Masten brauchen wir keine Stromversorgung. Okay. Ja, Genossen, es hat mich gefreut. Es tut mir auch leid, dass die Stunde so schnell vorbeigegangen ist. Die nächste Folge kommt schneller. Kommentare bitte in die Kommentarsektion schreiben. Ich meine, ihr könnt es auch per Graffiti irgendwo an der Hauswand schreiben, aber dann werde ich das wahrscheinlich nie lesen können. Außer das ist hier in der Nähe. Und da würde ich euch sagen, da würde ich echt vom Glauben abfallen, ja, wenn ich hier in der Nähe so ein Graffiti finde. Na gut, Genossen. Sonst comment, like, subscribe, macht euch selber ein Abo, wenn ihr noch keins habt, dann informiert euch YouTube auch bei den nächsten Folgen, aber wahrscheinlich nur, wenn ihr die Glocke auch mit aktiviert, aber es liegt bei euch, Genossen. Bis dahin, es hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao, ciao.